He's dead now, but he's still trying to complete the 21 sacraments. His boyhood desire to return to the bosom of his birth has divided him. Das Ritual der 21 Sakramente, der Abstieg der Heiligen Mutter, war ein Ritual der Sekte der Heiligen Mutter und wurde von Walter Sullivan ausgeführt. Es besagt, dass durch die speziellen Opferungen von 21 Personen das Paradies des Ordens erschaffen wird. Walter Sullivan erfuhr von diesem Ritual während seiner Zeit im Wish House, als niemand Geringeres als Dahlia Gillespie ihm erzählt hat, er könne seine Mutter erwecken, wenn er dieses grausame Ritual ausführt. Da das erste, was Walter jemals zu Gesicht bekam, die Wohnung 302 gewesen ist, hielt er sie für seine Mutter und es wurde sein Lebensziel, diese 21 Sakramente zu vervollständigen. Wie genau das ablief und wer Walter alles zum Opfer fiel, erfahrt ihr in diesem Video. Damit das 21-Sakramente-Ritual erfolgreich abgeschlossen werden konnte, durfte Walter nicht einfach jeden töten und es gab spezielle Regelungen zur Ausführung. So musste Walter sehr wahrscheinlich aufgrund zu einer Regelung die Herzen der ersten 10 Opfer entfernen. Es wird nahegelegt, dass die 10 Herzen für das Ritual der Annahme benötigt werden, zusammen mit dem Obsidian-Kelch und dem weißen Chrysam. Da alles von Henry im geheimen Zimmer von Wohnung 302 gefunden werden kann. Bei dem Ritual der Annahme geht es auch direkt weiter, denn das Ritual der 21 Sakramente verlangte von Walter, dass er das 11. Opfer wird. Durch das Ritual der Annahme kreuzigte Walter sich selbst und konnte nach seinem Tod in seiner eigenen Otherworld als Geist weiterleben und das Ritual der 21 Sakramente weiter ausführen. Die 10 letzten Opfer sollten alle ein spezielles Thema besitzen, wie zum Beispiel die Versuchung bei Sentia Velasquez oder auch der Empfänger der Weisheit, welcher Protagonist Henry Townshend ist. Die letzten beiden Opfer in diesem Ritual, nämlich einmal die wiedergeborene Mutter und den Empfänger der Weisheit, musste Walter vom Fleisch trennen. So wie es zumindest im Buch steht. Ist das erledigt, sollte das Paradies einkehren und alle Sünden sollten vergeben werden. Walter wählte seine Opfer wegen zahlreicher Gründe, wie zum Beispiel aus Rache, wie es bei Andrew DeSalvo ist, weil sie Bewohner von 302 waren oder sind, wie Joseph Schreiber oder Henry Townshend, oder manchmal auch ohne wirklichen Grund. Die meisten Opfer der 21 Sakramente kamen als Geister, den sogenannten Victims, in Walters Otherworld zurück. Kommen wir aber nun zu den Opfern der 21 Sakramente und welche Beziehung sie zu Walter Sullivan hatten. Jimmy war ein Priester der Sekte von Valtil, welcher aufgrund seiner roten Kapuze den Spitznamen Roter Teufel trug. Er spielte gerne Dart und beauftragte seine rechte Hand George Roston damit, Walter so zu erziehen, dass er eines Tages das 21-Sakramente-Ritual ausführen kann. Ironischerweise wurde er von Walter mit einer Pistole in den Hinterkopf auf der ersten Etage des Wish House erschossen. Und mit ihm begann das Ritual. Bobby war ein Student, welcher zusammen mit seinen Freunden Sean Martin und Jasper Geen sehr fasziniert vom Orden von Silent Hill und seiner Mythologie war.
Sie versuchten alles darüber herauszufinden und Bobby wurde von Walter stranguliert und auf dem Campus der Pleasant River University liegen gelassen. Am selben Tag sagte er vor seinem Tod, dass er nach einem Teufel sucht. Neben seiner Leiche lag ein Buch über Okkultismus. Er wurde genau wie Bobby von Walter stranguliert und auf dem Campus liegen gelassen, ungefähr zur selben Zeit. Genau wie Bobby tauchte er außerdem nicht als Geist auf und hinterließ am Ort seines Mords eine kleine Fotokamera. Steve war der Besitzer einer Haustierhaltung und bevorzugte lieber die Gesellschaft von Tieren als von Menschen und wurde bei diesen leicht wütend. Walter tötete ihn, indem er ihn mit einer Maschinenpistole niederschoss, wobei er die Brust unversehrt ließ, um das Herz zu bergen. Danach tötete Walter auch die Tiere und hinterließ eine Spur der Verwüstung in Garlands Laden. Der Grund, warum er gerade Garland ausgewählt hatte, war wohl der, dass Walter 26 Jahre zuvor als Kind einen Tierkäfig versehentlich umgeworfen hat und die darin befindliche Katze verletzte. Steve scheuchte ihn daraufhin aus dem Laden und jagte ihn damit große Angst ein. Eine Angst, die Walter scheinbar nicht so schnell vergessen hat. Er hinterließ eine kleine Schaufel, mit der er auch Henry als Geist attackiert. Rick war der Manager eines Sportgeschäfts und suchte gerade nach einem vermissten Volleyball, als ein Teilzeitangestellter zu ihm stürmte und erzählte, dass Steve Garland nebenan ermordet, sein Herz entnommen wurde und eine Nummer 4 in seinen Rücken geritzt wurde. Rick wunderte sich, wie viel der Angestellte darüber wusste und wurde daraufhin von diesem mit einem Golfschläger getötet. Der Angestellte war Walter. Rick hinterließ seinen Volleyball und wurde am selben Tag wie Garland ermordet. George war ein Priester sowohl von der Sekte von Valthiel als auch der Sekte der Heiligen Mutter und die rechte Hand von Jimmy Stone. Er leitete das Haus Hoffnung mit und war derjenige, der Walter zu einem Anhänger und Fanatiker der 21 Sakramente erzog, auf Jimmy Stones Anweisung. Er schaffte es, Valthiel in Walters Unterbewusstsein reinzuschleusen, nur um die Kontrolle über ihn zu verlieren und letztendlich mit einem Stahlrohr im Keller des Wish-Hauses getötet zu werden. Er taucht zwar nicht als Geist auf, aber scheinbar wurde sein Unterbewusstsein in eine Puppe transferiert, die Henry im Spiel findet und sie wegschieben muss, um weiterzukommen. Wie Jimmy Stone hinterließ er ein Skript. Billy war ein kleiner Junge, welcher draußen mit seiner Schwester Ball spielte und vor dem eigenen Haus mit einer Axt ermordet wurde. Als es drohte zu regnen, rief ihn sein Vater rein und sah, wie Billy sich scheinbar in einem Gebüsch versteckte. Als er nachsah, fand er seine Leiche. Er stand seiner Schwester Miriam sehr nahe, liebte es, Ball zu spielen und hinterließ eine seiner Schuhe. Zusammen mit seiner Schwester wurde er in Walters Otherworld als das Monster Twin Victim wiedergeboren. Miriam wurde Momente nach Billy ebenfalls mit einer Axt von Walter getötet. Im Gegensatz zu Billy wurde sie von Walter nicht mit einem einzigen Schlag ermordet, sondern ihre Gliedmaßen wurden abgeschlagen, bevor ihr das Herz entnommen wurde, vermutlich wegen Walters Frauenfeindlichkeit. Im Gegensatz zu anderen Opfern kam sie nicht als Geist zurück, sondern bildet wie gesagt mit Billy die Twin Victims, welche Henry immer wieder begegnen. Sie backte gerne Kekse und hinterließ einige ihrer Haare.
Er war sehr im Umgang mit Uhren bewandert und bekam 16 Jahre vor Silent Hill 4 The Room eine kaputte Uhr von einem Mann im schwarzen Anzug und mittleren Alters. Es war keine gewöhnliche Uhr, aber William verstand nicht genau warum. Ihn plagten noch in dieser Nacht seltsame Träume, die mit Walters Morden zusammenhängen, wie zum Beispiel ein Korb voller Volleybälle, eine Katze, die schwach miaute und ein Geburtstagskuchen auf dem Tisch. Er wurde von Walter in seinem Geschäft mit einem Schraubenzieher erstochen und hinterließ einen Schraubenzieher, vermutlich derselbe, mit dem er ermordet wurde. Er taucht nicht als Geist auf. Eric war ein Barkeeper in der Bar Southfield. An seinem Geburtstag erzählte ihm ein mittelalter Mann von dem Mord an Steve Garland und Erics Chef entschloss sich, die Bar heute früher zu schließen, da der Mörder immer noch auf freiem Fuß ist. Zu Hause angekommen sah Eric, wie ein Kuchen für ihn vorbereitet wurde und suchte seine Familie. Stattdessen fand er Walter vor, welcher ihm mit einer Waffe ins Gesicht schoss. Er war der Letzte, welchem das Herz entfernt wurde und die Morde der 10 Herzen endeten. Er hinterließ einen Billardball. Um das 21. Sakramente-Ritual fortzuführen, musste Walter das Ritual der Annahme durchführen, womit er sich von seinem sterblichen Körper lösen würde und als Geist weiterleben könnte. Ein Fake Walter in Anführungsstrichen wurde geschnappt, welcher sich selbst in seiner Zelle umbrachte, aber vorher sagte, dass der rote Teufel versucht, ihn umzubringen, ihn bestrafen wird, und er es war, aber er es nicht getan hat. Möglicherweise brachte Walter ihn dazu, einen Mord zu begehen, um nicht selber geschnappt zu werden, oder er erlangte irgendwie Einfluss über ihn. Wie auch immer, nach dem Selbstmord des Fake Walters bemerkten die Bewohner von South Ashfield Heights einen langhaarigen Mann im Mantel und Richard Braintree sah durchs Fenster, wie dieser Mann etwas Schweres in die Wohnung 302 bewegte. Im Lagerraum des Apartments kreuzigte Walter sich selbst, löste sich mit dem Ritual von seinem sterblichen Körper und wurde das 11. Opfer der 21 Sakramente. Peter war ein junger Mann, welcher süchtig nach Marihuana war und es Gerüchten zufolge von Toby Archbold, dem Priester, hat. Auf einem seiner Trips kletterte er eine alte Leiter in ein Hotelzimmer der South Ashfields hoch und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Walter prügelte ihn im Zimmer zu Tode, nachdem er sagte, er könnte Gott sehen. Erst 6 Monate später fand man seine Leiche. Er war das erste Opfer, welches ein spezielles Mordthema hatte, und so ging es auch mit den restlichen Opfern weiter. Er hinterließ einen Joint und sein Thema war Leere. Sie war eine gewöhnliche Hausfrau mit Eltern, welche vom Orden abstammen, weigerte sich jedoch selbst dem Orden anzugehören. Hobbymäßig machte sie gern sauber und hat Wäsche gewaschen. Aus Angst, dass in der Kirche von Silent Hill ihre Eltern gefangen gehalten werden könnten, besuchte sie diese öfter, fand sie aber nie vor. Als sie vom Wish House erfuhr und deren Misshandlung von Kindern, dank Joseph Schreibers Artikel, fuhr sie dorthin. Sie fand die Grabsteine ihrer Familie und wurde kurz darauf von Walter im Toluca Lake ertränkt. Sie hinterließ ihren schwarzen Hut und ihr Mordthema war Dunkelheit. Nach dem Tod von Jimmy Stone und George Roston sah Toby seine Chance, den Einfluss seiner Sekte, die der Heiligen Mutter, zu erweitern und dafür verkaufte er illegal Marihuana. Er eröffnete das Wish House wieder und wurde in den Stadtrat von Silent Hill gewählt, für seine Dienste für Stadt und Bürger. Bei einer Reise in Mexiko wurde Toby von Walter eine 100 Meter hohe Klippe runtergeschubst.
Das macht ihn zum einzigen Opfer, welches außerhalb der USA getötet wurde. Sein Geist besitzt eine Verletzung am Kopf, was wahrscheinlich nach dem Aufprall passierte. Und er hinterließ sein altes Fotoalbum und sein Thema war Düsterkeit. Joseph war ein sehr kompetenter und aktiver Journalist und befasste sich mit dem Kult von Silent Hill sowie deren Unterschlüpfen, wie Haus Hoffnung oder das Wassergefängnis. So schrieb er einen Artikel über eine Mutter, die ihrem Sohn nachtrauerte, welcher vom Kult verschleppt wurde von Silent Hill, und schrieb einen fünfseitigen Artikel darüber im Magazin Concord. Im Spiel gibt er Henry zahlreiche Tipps zum Apartment 302, um zu überleben und was er alles herausgefunden hat. Während seiner Recherchen zum Orden wurde er im Apartment 302 gefangen genommen, wie es später Henry passieren sollte, und bewanderte auch Walters Otherworlds, wo er Leute wie Jasper Gein traf. Obwohl er viel über Walter herausfand und sogar wusste, wie er die Geister bezwingt, starb er auf unbekannte Weise in 302. Man weiß nur, dass er zum Schluss Schmerzen im Brustbereich, starke Kopfschmerzen sowie Blindheit hatte und vermutlich von Jimmy Stones Geist getötet wurde. Er hinterließ ein rotes Dokument, sein Mordthema war Verzweiflung und er gilt als der Überbringer der Weisheit. Mit 13 Jahren traf sie mit ihren Freundinnen auf Walter, welcher in ausgeleierten Klamotten und einem Schlafsack in der U-Bahn von South Ashfield rumhing. Er beobachtete sie öfters aus der Ferne, bis er sie an einem Tag ansprach und fragte, auf welche Schule sie ging und ob sie etwas über Wohnung 302 wusste. Ihre Freundinnen versuchten sie wegzuzerren und weiterzugehen und beleidigten ihn noch dazu. Sie nannte ihn gut aussehend, trotz seines Erscheinungsbilds, und fragte, wo er herkommt, worauf er mit Silent Hill antwortete. Als ihre Freundinnen sie weiter wegzerrten, sprach er ihren Namen aus, und sie wunderte sich, woher er ihn wusste. Daraufhin legte sie ihre Hand auf seine Wange und sagte, dass er zwar gut aussehend, aber nicht attraktiv ist, und sie nicht auf solche Typen wie ihn steht. Sie fragte daraufhin, woher er ihren Namen weiß, und er antwortete, dass er ihn vor 10 Jahren gehört hat, woraufhin sie dachte, dass er sie schon seit 10 Jahren beobachtet und belauscht, woraufhin sie ihn als widerlich beleidigte und ging. Cynthia ging schon mit 13 in den Nachtclub und macht Henry im Spiel ein Angebot, dass sie ihm einen speziellen Gefallen tut, wenn er sie aus der U-Bahn-Station führt, in der sie sich verirrt hat. Sie werden jedoch getrennt und sie wird von Walter mehrmals abgestochen und stirbt in Henrys Armen. Hinterlassen hat sie eine Handtasche mit zahlreichen Sachen und ihr Mordthema ist Versuchung. Er war mit seinen Freunden Bobby Randolph und Sean Martin wie besessen von der Lore des Ordens. Er bekam mit, wie seine Freunde von Walter getötet wurden und hörte, wie dieser, welchen er als Teufel ansah, ihn zu sich rief, aber rannte weg, bis er vor einer Apotheke stehen blieb und vom Teufel weit weg war. Vor seinem Treffen mit Henry kannte Jasper Joseph Schreiber, welchen er als den neugierigen Typen beschrieb. Bei seinem Aufeinandertreffen mit Henry spricht Jasper in einem nervösen Ton und stottert die ganze Zeit. Er erzählt ihm von den Felsen, auch Mutterstein genannt, und bittet Henry um etwas zu trinken. Nachdem er ihm eine Schokomilch aus seinem Kühlschrank gab, bekam er im Gegenzug einen rostigen Spaten, mit dessen Hilfe er den Schlüssel zum Wish House bekam. Kurze Zeit nachdem Henry es betrat, hörte er Schreie aus einem der Zimmer und sah, wie Jasper lebendig verbrannt wurde. Er schrie, dass er endlich den Teufel getroffen hat. Und hinterließ die Schokomilch. Sein Thema ist Ursprung. Außerdem scheint er das einzige Opfer von Walter zu sein, welcher seinen Mord willkommen hieß,
da er beinahe schon euphorisch war, als er lebendig verbrannte. Andrew war ein Wächter für den Orden und passte auf die Kinder vom Wishhaus im Wassergefängnis von Silent Hill auf. Er war kein religiöses Mitglied des Ordens und misshandelte die Kinder sehr oft, egal ob sie Mist gebaut haben oder nicht, und war auch oft betrunken. In Walters Tagebuch wird zudem angedeutet, dass er Walters Freund Bob getötet hat oder zumindest für sein Verschwinden verantwortlich ist. Die Notiz auf einem Gefangenenhemd deutet außerdem an, dass er Walter oder ein anderes Kind zwang, Wasser mit Blutegeln zu trinken. In Silent Hill 4 The Room ist Andrew aus welchem Grund auch immer in einer Zelle im Wassergefängnis eingesperrt und bittet Henry, ihn freizulassen, da er sonst von ihm getötet wird. Später steht Walter als Kind vor ihm und er ist sehr ängstlich in seiner Nähe und fleht ihn um Gnade an. Zum letzten Mal findet man ihn tot in der Folterkammer hinter der Küche vor. Er wurde von Walter ertränkt, hinterließ sein blutiges Hemd und sein Mordthema ist Wachsamkeit. Richard war ein Bewohner von den South Ashfield Heights und Henrys Nachbar in Wohnung 207. Er ist ein exzentrischer, wütender und gewalttätiger Mann, der einen Revolver mit sich trägt. Er bekam Joseph Schreibers Verschwinden mit und bemerkte, dass sich dasselbe mit Henry wiederholte, da er wie Joseph Wohnung 302 nicht verlassen konnte und scheint eine gute Beziehung zu Eileen Galvin zu haben, da sie eine freundliche Konversation auf dem Flur hatten. Als Walter noch ein Kind war, bemerkte Richard ihn oft und scheuchte ihn weg, da er der Meinung war, dass er hier nichts verloren hatte. Walter beschreibt das Ereignis damit, dass die Stadt gruselig ist und dass beim Apartment, wo seine Mutter lebt, ein gruseliger Mann lebt. An einer Stelle riss Richard dem perversen Stalker Mike die Klamotten ab, verprügelte ihn und Walter bemerkte dies. Da die Klamotten Blut an sich hatten, dachte er fälschlicherweise, dass Richard Mike gehäutet hätte und ein Serienmörder ist. Übrigens war er bei den Bewohnern des South Ashfield Heights sowas wie eine Attraktion wegen seiner Wut und sie redeten gern über ihn. In Silent Hill 4 The Room sieht man Richard durch den Spion von Henrys Haustür schauen und er trifft ihn in der Gebäudewelt an, als Richard vom Himmel fällt. Ja. Vor Schock zielt Richard auf Henry mit seinem Revolver, bemerkt aber, dass er ein weiterer Bewohner ist. Daraufhin sagt er, dass er einen Weg herausfinden will und geht. Als Henry später einen Aufzug betritt, sieht er Richard, wie er Walter als Kind hinterherläuft. Henry findet sich wenig später in einem Komplex mit einer langen Treppe nach oben wieder, wo er Richards Schreie von oben hört. Als er oben ankommt und eine Kopie von Richards Apartment betritt, muss er mit ansehen, wie Richard auf dem elektrischen Stuhl gefangen ist. Der kleine Walter steht neben ihm und zeigt auf Apartment 303, Eileen Galvins Apartment, und verschwindet. Richard warnt Henry, dass dies kein Kind ist, sondern der 11-21 Mann, wie er ihn beschreibt. Henry schafft es nicht, ihn vom Stuhl zu lösen und Richard stirbt im elektrischen Stuhl. Er hinterließ seinen Revolver und sein Mordthema ist Chaos. Eileen wohnte in Apartment 303, direkt neben 302, und ist eine freundliche, extrovertierte Person. Ähnlich wie Cynthia hatte Eileen viele Jahre zuvor auf Walter getroffen. Als sie 5 Jahre alt war, ging sie mit ihrer Mutter durch die South Ashfield Station und bemerkte Walter, wie dieser versuchte, in der Kälte im Schlafsack zu schlafen. Obwohl ihre Mutter ihr zuflüsterte, sie solle ihn nicht anstarren, fragte Eileen warum und riss sich aus ihrer Hand. Sie fragte Walter, wieso er hier in der Kälte schläft und schenkte ihm ihre Puppe. Daraufhin ging sie wieder mit ihrer Mutter los. Walter war verwirrt,
und es rührte ihn zu Tränen, weil zum allerersten Mal in seinem Leben eine Person so nett zu ihm war. In Silent Hill 4 schaffte es Walter nicht, Eileen zu töten, da er von seiner Kindesmanifestierung aufgehalten wurde. Am Ende des Spiels, je nachdem wie stark sie von Walters Einfluss besessen ist, läuft Eileen in eine tödliche Maschine von Walter, um dort ihr Ende zu finden. Schafft es Henry nicht rechtzeitig, Walter zu töten, wird Eileen sterben und einen grausamen Schrei von sich geben. Ihr Mordthema war wiedergeborene Mutter. Henry ist der derzeitige Bewohner von Wohnung 302 und der Protagonist von Silent Hill 4 The Room. Henry durchlebt dieselbe Hölle wie schon Joseph Schreiber zuvor und ist in seinem Apartment eingesperrt. Er ist ein recht ruhiger und zurückgezogener Zeitgenosse und hatte vorher nicht viel zu tun mit den restlichen Bewohnern. Wie bei Eileen kommt es bei ihm darauf an, welches Ende erspielt wurde. Falls das 21. Sakramente-Ende erspielt wurde, wurde in Apartment 302 eine Leiche gefunden, welche stark verstümmelt wurde und geglaubt wird, dass dies Henrys Leiche ist. Das Ritual forderte Walter auf, Henry vom Fleisch zu trennen, in Anführungsstrichen. Henry ist der Empfänger der Weisheit, während Joseph der Überbringer ist. Eine große Anzahl von mehr oder weniger unschuldigen Menschen, welche von Walter Sullivan ermordet wurden. Ob die 21 Sakramente jedoch erfolgreich waren und Walters jahrelange Arbeit und Obsession wirklich Früchte getragen hat oder nicht, ist nicht bekannt. Was aber klar ist, ist, dass Walter eine Mordserie beging, welche garantiert nicht so schnell vergessen oder so leicht wiederholt wird.